Als erstes zu Wort gemeldet hat sich Philipp Kucher von der SPÖ, der geschäftsführende Klubobmann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Lieber Kollege Litschauer, wenn die Grünen im Kampf gegen die Teuerung nur so ansatzweise so kämpferisch gewesen wären wie du jetzt im Kampf für die großen Agrarkonzerne, dann hätten sich die Österreicherinnen und Österreicher in den letzten Jahren schon einiges erspart. Diesen Kampfgeist hätte ich mir schon in den letzten Monaten gewünscht. Aber der Grund, dass wir in Österreich so schlecht durch die Teuerungskrise gekommen sind, ist ja nicht nur, dass die Regierung nichts getan hat, sondern mir ist heute, wo ich ein bisschen nachgelesen habe, auch die Wortmeldungen seitens der Regierung klar geworden, dass ihr die Probleme oft gar nicht gesehen habt. Der erste war der Werner Kogler, wir erinnern uns alle, wo die SPÖ gewarnt hat und gesagt hat, Freunde, wir werden gegensteuern müssen bei der Teuerung, wir werden was tun müssen. Ist der Werner Kogler ausgeritten? Wir wissen ja seit der letzten Woche, dass der durchaus auch eine ordentliche Wortwahl an den Tag legt manchmal, die eher in Richtung Herbert Kickl geht, aber okay. Und er hat damals gesagt, was die SPÖ fordert rund um die Teuerung, das ist eine Teuerungshysterie. Dann haben wir in Österreich einen Sozialminister gehabt, den Johannes Rauch, und der hat dann der Bevölkerung ausgerichtet, wir beklagen uns alle auf sehr hohem Niveau. Man soll nicht so tun, als würde sozusagen die Bevölkerung Armut leiden müssen. Und die andere Seite waren die ÖVP-Kolleginnen und Kollegen, wo man so das Gefühl hat, dass die oft vielleicht gar nicht aus dem Parlament rauskommen und gar nicht mehr im Supermarkt mit Menschen reden, die dann monatelang uns allen erklärt haben, was nicht für eine super tolle Kaufkraft Österreich hat und wie toll wir durch die Krise gekommen sind. Die Batzen Schulden, die ihr angerichtet habt, das Budgetdefizit, das ihr ja auch mitverhandeln müsstet, darüber wollt ihr natürlich nicht mehr reden. Wir reden auch nicht mehr darüber, dass wir 18 Monate in Folge die höchste Inflation in ganz Westeuropa gehabt haben, weil in allen Bereichen nichts passiert ist. Also habt ihr euch plötzlich rausgeredet und habt gesagt, es gibt eine super tolle Kaufkraft. Dass die Menschen jetzt im Supermarkt ein bisschen mehr zahlen müssen, ist ja kein Problem. Wir haben diese super tolle Kaufkraft. Ich habe zwar vergessen zu sagen, dass das verfügbare Einkommen gestiegen ist, das Haushaltseinkommen, aber natürlich auch die Kosten deutlich höher sind. Nämlich die Kosten für die Haushalte, die Versicherung, das Heizen, das Wohnen, all das ist deutlich teurer geworden in Österreich. Und natürlich ist die breite Masse der Bevölkerung doppelt und dreifach durch das Nichttun und Nichthandeln der Regierung zur Kasse gebeten worden. Und die größten Fehler hat in diesem Bereich aus meiner Sicht sozusagen durchaus, ist der größte Fehler, es passiert in einem Bereich, da betrifft es die Lebensmittel in Österreich. Da haben wir uns immer wieder hingestellt, auch auf Basis vieler, vieler Gespräche, nicht nur mit den betroffenen Menschen in Österreich, die gespürt haben, dass die Lebensmittel deutlich teurer geworden sind, sondern auch auf Basis zahlreicher Konsumerhebungen. Da haben wir immer wieder gesagt, man kann doch nicht zuschauen, dass sich die Menschen die Lebensmittel des täglichen Bedarfs einfach nicht mehr leisten können. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, haben gesagt, nehmen wir uns doch ein Vorbild an anderen Staaten. Versuchen wir zum Beispiel, die Mehrwertsteuer auszusetzen und zu senken für die Güter des täglichen Bedarfs. Ist nicht passiert in Österreich. Andere Staaten haben gehandelt, wir haben nichts getan in Österreich. Die Regierung wollte nichts tun. Dann haben wir vorgeschlagen, sorgen wir mit einer schlagkräftigen Antiteuerungskommission dafür, dass sozusagen günstige Preise auch an die Menschen weitergegeben werden. Auch hier in diesem Bereich ist nichts passiert. Also man hat einfach zugesehen, dass immer mehr Menschen sich das tägliche Einkaufen nicht mehr leisten können. Dann ist irgendwann einmal der Sozialminister munter geworden, nachdem die SPÖ Druck gemacht hat und gesagt, ja, wir werden uns schon anschauen müssen, du kannst das Ganze sozusagen nicht mehr mit der Inflation erklären, da läuft was falsch. Und dann haben die Grünen monatelang sich mit der ÖVP gestritten über die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde und plötzlich haben wir schwarz auf weiß in Österreich die Zahlen gehabt, ja, die Menschen in Österreich zahlen jedes Jahr 1.000 Euro mehr für Supermarkteinkäufe wie die Deutschen. 1.000 Euro mehr pro Jahr. Und jetzt könnte man meinen, dass der Wirtschaftsminister daraufhin gesagt hat, jetzt wird er munter und da muss man durchgreifen. Das Erste, was er gesagt hat, na, eingreifen in den Markt tun wir nicht. Das wird sich schon selber irgendwie reparieren. Aber er hat eine super Idee gehabt, das ist ein Jahr her. Wir machen jetzt eine Handy-App. Und die Handy-App vom Herrn Minister hat gelautet, dass es dann eine Preisvergleichs-App gibt, wo man nachschauen kann, die Preise bleiben weiter hoch, es bleibt weiter teuer, aber die Leute wissen dann zumindest, wo es teuer ist. Das war die Idee vom Herrn Minister. Und er sagt, und der Herr Minister hat gesagt, so eine Handy-App, nachdem er monatelang geprüft und beobachtet hat, so eine Handy-App, die braucht natürlich auch Zeit. Das dauert monatelang. Spannend war es, dass ein junger Programmierer in Österreich das Ganze innerhalb von ein paar Stunden zustande gebracht hat und wortwörtlich gesagt hat, das ist eine Frotzelei, so zu tun, als wäre es eine Mondlandung. Eine Frotzelei, so zu tun,
als wäre es eine Mondlandung, so eine Handy-App zu programmieren. Der war in einer Woche in der Lage, eine Handy-App zu erstellen. Der Herr Wirtschaftsminister hat monatelang mit dem gesamten Ministerium geprüft. Und im Herbst hat er dann gesagt, na, wir haben noch immer keine Lösung, das ist sehr kompliziert, was der junge Programmierer in einer Woche geschafft hat. Er braucht noch ein bisschen Zeit. Vor Weihnachten, nachdem die Preise ja weiter hochgeblieben sind im Supermarkt, hat er gesagt, er hat noch immer keine App, aber er hat einen Plan. Und der Plan ist jetzt am Weg zu den Grünen, in die Koordination. Dann haben wir gedacht, das muss ja da unten irgendwo aufgetaucht sein. Und dann meldet sich die Sigi Maurer zu Wort und sagt, dieser Plan ist nie eingetroffen. Jetzt weiß ich nicht, ob das per E-Mail zugestellt worden ist an diese Koordination oder mit der Schneckenpost. Aber wenn du sozusagen eine Schnecke wahrscheinlich aus dem Wirtschaftsministerium losschickst mit dem Brief, mit diesem tollen Plan des Wirtschaftsministers, sollte der ja innerhalb von einem halben Jahr auch im Grünen Club eingetroffen sein. Also ich frage wirklich, wie es sein kann, dass dann der tolle Plan in Summe ein Jahr auf der Reise ist und nichts weitergegangen ist. Dann haben wir den Minister konfrontiert, sozusagen, warum noch immer keine Handy-App fertig ist und wir sozusagen keine Lösung in Österreich haben. Dann ist er draufgekommen und sagt, nein, diese Handy-App wird nicht viel bringen, das gibt es eh schon privat, jetzt brauchen wir keine Handy-App mehr. Jetzt brauchen wir keine Handy-App mehr. Das heißt, jetzt wissen wir über Jahre hinweg, dass die Preise in Österreich hoch sind. Der Minister attestiert selbst, dass internationale Großhändler in Wahrheit viel zu hohe Preise verlangen und die Menschen an der Supermarktkasse draufzahlen. Aber glaubt irgendjemand in dem Raum, dass irgendjemand hier eine Lösung präsentiert bekommen hat von der Bundesregierung? Bis heute wissen wir, dass die Pensionistinnen und Pensionisten, die Leute, die einkaufen gehen, sich oft die Lebensmittel nicht mehr leisten können. Es sind verzweifelte Leute, die dann nicht 50% Bitcoin draufkleben, dass sie überhaupt noch Lebensmittel sich leisten können. Pensionistinnen und Pensionisten sagen mir dann halt im persönlichen Gespräch, das sind dann so diese Schilderungen, die es einfach perfekt auch beschreiben. Das ist dann die Witwe, die allein zu Hause lebt, die halt sagt, für sie ist es halt noch schwerer, weil die kauft sich nicht die Familienpackung Toastbrot, weil das schimmelt ihr weg. Die kauft sich eine 3 Kilo Zwiebel, weil die schimmeln ihr weg, sondern die geht hin zum Regal und klaubt halt dort ein 3 Stück Zwiebel raus zum Kochen und möchte sozusagen damit Lebensmittel einkaufen. Und natürlich ist das alles deutlich teurer, die kleine Packung als die Großpackung. Und das sind diese Beispiele des täglichen Lebens, wo Leute auch verzweifelt sind, wo wir halt alle im Saal ordentlich verdienen, wo sich niemand beschweren kann darüber und wo aber die Menschen tagtäglich verzweifelt sind und wir dann eine Regierung haben, die Koordination spielt, die Schneckenpost spielt und in diesem Bereich auch nichts macht. Deswegen möchte ich hier in dieser Runde noch einmal vorschlagen, Herr Bundesminister, erstens einmal, dass wir Sie bitten, dass Sie wirklich aufklären, wie das mit der Koordination passiert ist. Hat die Frau Maurer diesen Zettel verschlammt? Sie werden ja wohl hoffentlich das per E-Mail geschickt haben. Wo ist denn diese Koordination hingewandert? Warum dauert das bei Ihnen monatelang, irgendwas zu prüfen, zu planen, zu untersuchen und ein junger Programmierer schafft das innerhalb von einer Woche? Das sind doch Dinge, wo Sie die Menschen ganz real im Stich lassen. Und wenn Sie jetzt selbst bestätigen, und der Sozialminister bestätigt, dass die Menschen an der Supermarktkasse draufzahlen und die Lebensmittel in Österreich deutlich teurer sind. Was ist denn die ganz konkrete Ableitung? Die Bundesregierung wird ja nicht fürs Ankündigen gezahlt, sondern dafür, dass sie auch konkret die Lebensumstände der Bevölkerung verbessert. Und alle anderen europäischen Länder haben es geschafft. Die haben es geschafft, das Wohnen leistbar zu halten. Die haben es sozusagen im Bereich der Energie es geschafft, dagegen zu halten und zu schauen, dass Energie leistbar bleibt. Die haben überhaupt dafür gesorgt, dass nämlich gewisse Kosten gar nicht erst entstehen. Und in Österreich hat man in allen Bereichen zugesehen. Wir haben massive Übergewinne im Bereich der Energiekonzerne. Dort hat man dann auch nicht einmal abgeschöpft. Andere waren intelligent genug, haben versucht, die Inflation zu bekämpfen. Wir haben milliardenschwere Übergewinne im Bereich der Bankwirtschaft. Ich habe es gestern schon gesagt, 14 Milliarden Euro. Der Kollege Hörl ist seitdem nicht mehr da, weil er wahrscheinlich auf der Suche ist, wie man 290% Gewinn in einem Jahr einen kleinen Betrieb vor Ort in Tirol erklären kann. Ich weiß nicht, welche Seilbahn 290% Gewinn macht, um das auch in der Sprache vom Herrn Hörl zu erklären. Na, aber Sie schauen da in dieser Frage zu. Du kannst ja niemandem erklären, 290% Gewinn und die Pensionistin kriegt kein Geld für ein Sparbuch. Das haben die Franzosen geregelt. Und dass wir hunderttausende Heißelbauer in Österreich haben, Mittelstandsfamilien, die sich ihre Kredite nicht leisten können. Und dieses Zuschauen, dieses Nichtstun, diese Schneckenpost, dieses irgendwie konsultieren sich gegenseitig und blockieren, das hat uns in diese Situation gebracht, dass viel zu wenig passiert ist. Und deswegen darf ich noch einmal sagen, Kollege Litschauer, wenn Sie schon kämpferische Reden halten und sich lautstark zu Wort melden, darf ich bitten, machen Sie es zuallererst im Grünen Club. Vielleicht sind Sie in der Lage, sozusagen auch diese Preisvergleichs-App dann irgendwie aufzuspüren und vielleicht auch in Richtung Koalitionspartner, dass die einmal munter werden und dafür sorgen, dass das Leben in Österreich leistbar bleibt. Philipp Kucher von der SPÖ. Er begründet die kurze Debatte auf Wunsch der SPÖ zum Thema Teuerung.